Dies geschah im Jahre 33 nach Christi Geburt. Judas verrät seinen Herrn und der römische Statthalter Pontius Pilatus lässt Christus kreuzigen. Ich bin unschuldig am Blute dieses gerechten Mannes. Seht ihr zu. Claudia! Ihr habt nur Rom zu befehlen in Palästina. Galba, Decius, ihr kennt meinen Befehl und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Als Statthalter Roms in Judäa verkörperte er Gesetz und Ordnung, Gerechtigkeit und Macht. Bist du der König der Juden? Ja, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Was ist Wahrheit? War er ein gerechter Repräsentant des Kaisers Tiberius oder war er der Statthalter des Grauens? Was für ein Mensch war Pontius Pilatus? Im glanzvollen Rahmen einer großen Starbesetzung und mit einem Aufwand, der seinem Thema angemessen ist, schildert dieser Film nicht nur eine geschichtliche Begebenheit von höchster Dramatik. Darüber hinaus erhellt er das Dunkel, das sich in zwei Jahrtausenden um die zwielichtige Gestalt des Pontius Pilatus gelegt hat. Macht vielleicht zu fürchten. Aber Rom fürchtet sich vor keinem. Wo wir sind, ist kein Platz für Betrüger und Parasiten. Verhaftet diesen Aaron Ekmezir. Der Statthalter des Grauens. Ein außergewöhnlicher Film. Alle Aufnahmen von der Kreuzigung wurden während der letzten totalen Sonnenfinsternis gedreht. Pontius Pilatus. Claudia, seine Frau, der große Kaiphas, Sarah Ekmezir, Aaron Ekmezir, Judas.